Hallo, meine lieben Freunde der Quantenphysik. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der spannenden Serie Let's Play Fallout 3. Let's Play Fallout 3, Episode Nummer 84. Oh, und hier sehen wir die hübsche, schicke Svetlana in ihrem Gladiatoren-Outfit, weil jetzt kommt, ich habe ein bisschen die Lösung gelesen hier da. Jetzt, da kommt später noch so eine Art Gladiatorenkampf. Das, also, man möchte es kaum glauben, was hier alles noch mit den zusätzlichen DLC-Dingern noch da alles zu. Wir waren schon bei den Außerirdischen, wir waren in Alaska, im ewigen Eis. Also, hier sind wir jetzt bald in einem Gladiatorenkampf. Also, es ist schwer was geboten hier. Das kann man ruhig mal so festhalten. Ja, lohnt sich wirklich 11,99 inklusive aller DLCs. Und ja, gut, also wie gesagt, die schicke Svetlana, sie hat jetzt doch eine Axthammer, oder? Oh, die Svetlana, schau mal, toll. Na, sieht doch hübsch aus. Gut, und wir müssen jetzt hier dann rein, oder? Und ich glaube, wir haben schon eine Axt, oder? Warte mal. Gegenstände. Ah, automatische Axt. Die müssen wir. Kann ich die jetzt gleich ausrüsten? Sag mal. Peng. Wow, was für bärenstarke Arme du hast, Hebi. Hoho, bärenstarke. Gut, und Aufgabe. Warte, Moment, Sekunde. Aufgabe ist, wir müssen 10 Bleibarren oder Barren oder was auch immer. Zwar da drinnen wahrscheinlich, oder? Werkshof. Oh, oh. Werkshof. Oh, oh, oh. Oh, gleich speichern. Okay. Oho. Pass, Obacht. Aha. Muss bloß schauen, dass ich da wieder rauskomme. Das ist verlassener Bereich, müssen wir wieder zurück, gell? Haha. Hau ich das Licht an? Ah, jetzt. Aha, guckst du, pass Obacht. Oh, schau, der hat. Das kann man jetzt alles nehmen, oder? Also, ich meine, ich hätte doch keine. Gewehr. Oh, schau. Gewehr leer. Und. Rohstahl. Boah. Naja, gut, ich sage jetzt mal nichts, weil so ein Bahn, der wiegt 10 Kilo und jetzt habe ich schon 2. Ich soll 10 sammeln, also 100 Kilo mit mir rumschleppen, ohne Rucksack. Bitte jetzt nicht überlegen, wie die das transportiert, die gute Svetlana, sondern einfach heiter weiter. Warte, Moment, kann man die Leiche. Ist das was zum Filzen? Nee. Warte. Huch, Peng. Bin ich da? Nee, sag jetzt nicht, dass ich da gefangen bin. Nee, doch nicht. Hoppla. Also da bist du wieder raus. Jetzt warte, da. Da ist nix. Dann. Gut, müssen hier alles gründlich. 10 Stück brauchen wir. Habe ich jetzt schon eine Karte? Also eine bisschen bessere? Die gibt auch nichts her. Oh ne. Oh je, warte. Ja, ja. Jetzt müssen wir hier. Huch. Oh! Was ist denn das? Nee. Ich glaub's nicht. Oh oh. Schau. Boah. Na, die lasse ich mal lieber gleich im Anschlag, oder? Power Plant. Oh oh. Plant. Sorte. Also da drin ist nichts, oder? Ist da was? Nee. Boah, die ein. Wahnsinn. Ist da oben was? Hä?
Oh, uiuiui, schau her. Aha. Wow. Schicke Gegend. Holla. Das ist ja hier schon so richtig Mad Max-mäßig und so weiter. Wow. Ah, scheiße, ich drücke immer das Falsche. Gut, 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 gut. Das heißt, man soll hier... Oh, kann ich den... Ist der böse? Punkte, hat der was? Ho, 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 rote Zutritts, was ist mit der? Rote Zutrittskarte, schicke Sache. Oh wei, aber ich bin verletzt. Komme ich da rein in die Dinger irgendwie? Oder rein, rauf, rum, rüber? Au, warte. Kann ich das anziehen? Warte mal. Zerfetzte Schutz 2, was ist das? Schutz 1, Beweglichkeit 1, Ausdauer 1. Ach, da habe ich ja schon eins. Schutz 2, das hat mehr. Kann ich das reparieren? Warte, das kann ich doch reparieren, oder? Hallo. Nanu. Kann ich das auch reparieren? Reparieren. Und jetzt? Habe ich gar nichts an? Nee, nee. Jetzt Schutz 2. Huch, achso, das hatte ich schon. Oh, das Spiel ist mir zu kompliziert. Ah, da sind Bahnen drin, schau. Wie nehme ich die? Kann man das Set öffnen, das da? Da geht's nicht weiter. Da ist nichts, da kommt man nicht rein. Oh oh. Haben wir schon wieder schick was? Da kommt man nicht rein. Kommt man da nirgends rein? Warte, oh, Treppe rauf, warte. Speicherung. Gehen wir mal die Treppe rauf. Oh weia. Warte, weil, entschuldige. Lösung lesen. Links im Müll marschiert die Treppe hinauf und geht ein Stück nach rechts. Treppe rauf und ein Stück nach rechts. Oh. Aktivieren? Wieso muss ich den aktivieren? Also, ich meine, ich muss den doch nehmen, oder? Dieses Spiel ist mir zu kompliziert. Oh, alles nehmen. Nee, hoppla. Entschuldige. Ah, oh, da gibt es schick Sachen zu sammeln. Tasse, nee, die brauchen wir nicht, oder? Red away, red away, red away. Holla, da kann ich schick was sammeln hier. Speicherung, warte, ich muss wieder Lösung lesen. Schauen wir nach. Nun in die andere Richtung, rechts sieht ihr eine kleine Treppe, die ich in das Gebäude führt. Im Regal. Das Areal ist riesig, schaut in jede Ecke und sammelt Bahnen ein. Hohoho. Woher weiß ich, dass das Areal riesig ist? Oh oh. Aha. Warte. Ist da unten ist aber auch, ist da auch was? Hm, schwer zu sagen. Ich bräuchte ein Bett zum Schlafen. Einmal im Hafen zu schlafen. Gibt es da hinten was? Oh, da gibt es eine Treppe. Oh, das Areal ist riesig. Ja, das sehe ich schon. Das sehe ich. Ah, nee, da ist Strahlung.
Das Areal ist riesig. Oh, warte. Huch. Ja, oh, hallo. Ist da unten noch was? Geh mal da, schnell, entschuldige. Schauen wir schnell noch da unten. Nee. Das Areal ist riesig, das sehe ich gerade. Ja. Ich höre schon wieder verdächtige Geräusche. Schließen, oder? Mann, Mann. Ach, da war ich gerade, oder? Ah, oh, oh. Toll, schicke Gegend. Oh, da kann man auch noch raufgehen. Toll. Kann ich da jetzt... Oh, Motoren. Ah, die Barren. Barren. Fähigkeit, ah. Im Werkhof zu überleben hat sie etwas über das Leben in Pit gelernt. Jetzt werden sie mit der typischen Waffe der Sklaven der automatischen Axt zusätzlichen Schaden. Und das hört sich gut an. Kehren sie zu Midea zurück. Kann ich nicht noch was Schickes sammeln? Wartet, speichern. Entschuldige, na, wenn wir schon dabei sind. Holla, das Areal ist riesig heiß. Oh weia, da finde ich nicht mehr zurück. Ah, da schießt einer. Nee, da gehen wir nicht hin. Da schießt einer. Kann man da raufgehen? Nee. Wahnsinn. Was, da kann man raufgehen? Oh, das war ich dann schon nicht. Ah, Pitzgar. Na gut, da kann ich das reparieren. Oder? Oh, da Wahnsinn, das ist echt riesig. Echt riesig. Oh, da schießt einer. Da gehen wir nimmer hin. Was soll ich denn hier oben? Oh. Da schießt er. Oh. Was? Das haben wir aber gar nicht gern. Oh! Jetzt sind drei hinter mir her, oder wie? Oh weia. Oh ne. Kann ich was, oh, jetzt komme ich nicht mehr runter. Oh ne. Da! Tolle Gegend. Naja, ich könnte eigentlich zu. Jetzt warte mal, ich schaue nochmal, vielleicht finde ich noch irgendwas. Oh weia. Au, da sind wir wieder. Oder sollen wir lieber wieder zurückgehen, hä? Was sagst du? Komm ich nicht mehr raus. Oh oh. Nee, warte. Ah, au, au. Da ist wieder ein Böser. Au, da ist die Strahlung. Au. Ah, ich schleiche immer. Hä? Komm. Und jetzt? Komm. Ah, sag jetzt nicht, dass das Spiel sich aufgehängt hat. Oh, da ich habe befürchtet. Oh, Hundefleisch. Das ist doch kein Hund. Psycho. Oh, da ist Strahlung. Wart, wart, wart. Speichern. Jetzt müssen wir aber wieder zurück. Jetzt komme ich nicht mehr darüber. Oh weia. Jetzt finde ich nicht mehr zurück. Das sehe ich schon. Na, ja, das Ding haut ganz schön Barklammer. Das war ich halt. Oh weia. Jetzt finde ich nicht mehr zurück. Oh weia.
Da vorne ging es, glaube ich, wieder runter. Ich muss jetzt erstmal wieder runter. Genau, da bei der Tante. Und dann da wieder, glaube ich, oder? So ungefähr. Na gut, dann da geht's wieder zurück. Lassen wir das hier mal. Oder? Gehen wir wieder zurück zu Medusa. Oder nee, wie heißt die? Tante. Warte, speich. Da war ich da schon drin. Nee, da ist nichts. Speichern wir mal hier. Da muss ich wieder zurück, oder? Ich bin schon ganz schön verletzt. Schauen wir schnell noch, was hier los ist. Ist da was los? Das ist wirklich groß hier. Oder? Nee, da ist er. Da geht's. Da war der Schlüssel. Jetzt ist das Spiel kaputt. Gut. Hallo, meine lieben Freunde, nach dem letzten Absturz geht's gleich weiter. Moment. Also wir haben die 10 Bleibahnen besorgt und müssen jetzt zurück, da ist nichts drin, oder? Zurück zu Tante Erna in der Teestube. Sorte. Dadurch lieber speichern. Irgendwie da zurück oder so, keine Ahnung. Wahnsinn. Nee. Wo geht's denn da hin? Huch. Na, sieh mal einer an, wer hier wieder angeschlichen kommt. Ich werde diese Barren in Verwahrung nehmen, Hevi. Schaff deinen Hintern einfach wieder da rein und mach deine Arbeit. Du bist ja ein Naturtalent. Hier, damit kannst du noch härter arbeiten. Der Besitzer hat wegen seiner Enthauptung keine Verwendung mehr dafür. Hier sind ein paar Bahnen. Sieht gut aus. Reicht das schon? Das reicht noch nicht. Bring noch ein paar mehr und wir werden sehen. Oh, komm. Ja, bloß da stürzt immer ab hier bei. Oh, scheiße. Jetzt bin ich kaputt. Fast. Wo muss ich denn hin? Das Loch? Nee. Ah, ich muss da wieder raus. Oh Gott. Ich kann. Sagenhaft. Bei der kann ich mich heilen. Bei der Medusa kann ich mich heilen. Wahnsinn. Kann man da was klauen? Nee. Terpentin. War ich nicht.
der speichert schon selber. Entschuldige, ja, warte. Moment. Jetzt müssen wir wieder zurück zu der Tante und da können wir uns heilen, oder? Wo war die Tante? Da hinten. Huch. Oh ne, hoffentlich kommt jetzt kein Böser mehr. Da war das, war da irgendwo. Da, da haben wir schon. Oh, da schon. Oh ne. Jetzt ist wieder abgestürzt. Oh ne, kack. Einfach mal weiter nach dem letzten Absturz. Let's play Fallout 3, Episode irgendwas. Herzlich willkommen. Zurück zu Medusa oder wie die Tante heißt. Mideas. Aha, ich muss jetzt erstmal pennen. Ah, speichern. Wo ist die Tante? Ach, da. Kann ich nichts mehr klauen. Ah, gut, also. Aufgaben, kehren Sie zu Midea zurück. Gut, das machen wir. Daheim ist es doch immer am allerschmutzigsten. Sie kommen gerade richtig. Asher befahl allen, auf den Platz zu kommen. Es wird gemunkelt, dass er die Arena aufmachen wird. Das wäre für uns ideal. Sollen wir die Arena aufmachen, oder? Es ist ganz einfach. Ah ja, die Sklavenkünstler, oder? Macht Asher die Arena auf. Dann kann jeder Sklave, der dazu bereit ist, gegen die Gladiatoren kämpfen. Wenn sie gewinnen, lässt man sie frei. Und sie bekommen eine Audienz bei Asher. Es ist die einzige Chance für einen Sklaven, mit ihm zu sprechen. Sie kämpfen und gewinnen. Tolle Tapete. Wenn sie mit Asher sprechen, schau mal. Holen Sie sich das Heilmittel. Mhm. Und er würde es mir einfach so geben? Nein, nicht ganz. Werner hat ein Ablenkungsmanöver vor. Wissen Sie, wir haben diese Waffen ja nicht umsonst gemacht. Sobald Sie Asher gegenüberstehen, sollte das Heilmittel greifbar sein. Schnappen Sie es sich und bringen Sie es mir. Jetzt lassen Sie uns aber verschwinden und Ashers Ansprache anhören. Falls die Wachen uns hier erwischen, werden sie uns die Hölle heiß machen. Na, wenn es bloß das ist. Speichern. Erfüllt. Warte. Hören Sie sich Ashers Schilde im Hof an. Wo? Ich überbringe gute Neuigkeiten. Wir erleben den Anbruch eines neuen goldenen Zeitalters. Wo andere lediglich überleben, da gedeihen wir. Und obwohl ich eure Bemühungen geleitet habe, war es eure eigene Stärke, durch die ihr den Neid der ganzen Welt auf euch gezogen habt. Doch vor allem beneidet man uns um unsere Siege im Kampf um die Freiheit. Denn es ist letzten Endes diese Freiheit, die unser aller Ziel ist. Und daher frage ich zur Feier dieses Kampfes meine treuen Arbeiter, wer unter euch ist bereit, für die Freiheit zu kämpfen? Ja. War es das schon? Hier, wir haben eine. Diese Frau hier wird im Loch kämpfen. Kommen Sie schon, Asher. Wenn Sie tatsächlich jemanden Fräulein, mit schicken, der wirklich eine Sie Chance stehen für den Traum, dass die Arbeiter Fräulein. Die Freiheit wow. erlangen und wir eines Tages alle Gefahren dieser Welt abschütteln. Alle anderen können gehen. Sie liegt Fest. Können mich nicht mehr aus. Melden Sie sich für die Arena an. Oh. Da, melden Sie sich für die Arena an. Wahnsinn. Das Stahlwerk, da muss ich wieder ins Stahlwerk, oder wie? Na gut, warte, was habe ich meine Gegenstände?
Arbeiteroutfit 4. Na, dann müssen wir das anziehen, oder? Ah Gott, das hat mehr Schutz, oder? Arbeiteroutfit, Schutz 4. Schutz 2. Hilfe. Sonstiges. Waffe. Axt. 36, 10. Sturmgewehr. Soll ich das mal ausrüsten oder so? Hotkey. Peng. Gut. Hast du einen echt satten Gang, Kuli? Entschuldige, ja. Och, was ist denn das für eine? Er will tatsächlich die Arena öffnen und Medea schlägt euch als Kandidat vor, was Ash akzeptiert. Wenn ihr bereit für den Kampf seid, solltet ihr zur Arena im Stahlwerk gehen. Folgt der Markierung, bis ihr rechts ein Tor seht, dass ich... was anderes kann ich ja nicht machen, oder? Bist du wieder zurück, oder? Mann, ich kann's kaum glauben, dass Escher die Arena wieder aufgemacht hat. Was soll ich denn anders machen, Jungs und Mädels? Oder? Oh! Sonst gibt's ja hier nichts, oder? Zu holen. Mann, das Spiel. Jetzt muss ich wieder da rein, oder? Da müssen wir rein, oder? Kann man da nix irgendwie noch absahnen? Das Loch. Arena? Muss ich jetzt in die Arena? Huch! Wo muss ich jetzt hin? Dahin? Das Loch? Nee, ich muss erst dahin. Ach, Arena, ja, da vorne war was. Arena, oder? Da, oder? Arena. Du bist also dieser bescheuerte Ivi, der sich dafür gemeldet hat, im Loch zu kämpfen, habe ich recht? Ja. Dann geh doch mal runter. Phaedra wartet Phaedra, schon auf dich. Wow. Spuk, das ist Captain Spuk, Spock, Spuk. Hier trefft ihr auf Spuk, marschiert die Treppen hinunter und geht durch die Tür. Sprecht hier mit Phaedra und meldet euch für die Arena an. Bevor ihr den Kampf seht, solltet ihr die Waffen aus dem Spind einsammeln. Lechtose Blei oder Kronkorken. Ich werde wahnsinnig. Bier, ja, da brauche ich jetzt Bier oder wie? Oder ein großes verbranntes Blut. Putzmittel, ja, das brauche ich jetzt auch. Wahnsinn. Oder eine Tasse. Nee.
uns hin. Was tust du hier unten, Sklave? Oh. Erzähl mir jetzt bloß nicht, dass du nach unten willst, ja? Ja. Anwälte. Sag mir einfach, wenn du kämpfen willst. Ja. Organisier alles. Du stirbst, dann kommt der nächste Idiot reinspaziert und das Spiel wiederholt sich. Gut. Gefällt dir das? Ja. Willst du mitmachen? Nur zu, ich bin mir sicher, der Tod ist besser als dein Leben hier drin. Ach ja? Bist du wirklich bereit zu sterben? Gut, ich habe auch sofort was für dich parat. Du kannst dir aber auch noch Zeit lassen, um dein Testament zu schreiben und so. Es liegt ganz bei dir. Was erfüllt? Optional. Bereiten Sie sich auf den Kampf in der Arena vor. Gehen Sie in das Loch. Gegen wen? Wir werden dich zu einigen der anderen Helis stecken, die meinen, dass sie das Zeug dazu hätten. Ihr werdet es unter euch auskämpfen. Wer am Ende übrig ist, kommt weiter. Das wirst allerdings wahrscheinlich nicht du sein. Na toll. Na dann mal los. Wenn du soweit bist, dann komm einfach herein. Oi, oi, oi. Guck. Oi, oi, oi. Wasserbrunnen. Und was ist der? Ach, da kann man sich heilen, oder wie? Oh, der hat aber Strahlung. Oh weh. Nee, warte. Knochensäge. Zange. Spitze. Skalpell. Kann ich mich verarzten, oder? Gibt's da noch was? Was ist denn das? Da kann man da nichts mehr. Du im Loch kämpfen. Oh, das kann ich kaum mehr. Bereiten Sie sich auf den Kampf in der Arena vor. Erwarten. Wie soll ich das? Habe ich vor, oder? Nee. Wasserbrunnen. Entschuldigung. Muss ich jetzt nochmal mit der quatschen? Was ist? Beweg dich endlich da rein. Oh, oh, jetzt warte. Was? Runde 2? Warte, Moment. Waffen. Automatische Axt, Hammer. Baseballschläger. Der ist aber auch nicht schlecht. Bleirohr. Oh, Bleirohr. Bleirohr. Reparieren will ich den. Bleirohr, automatische Axt, Baseballschläger, Bleirohr, Sturmgewehr, Passobacht. Das müssen wir mal auf. Warte, da hinlegen. Bleirohr. Legen wir mal auf dahin. Und Pistole. Nehmen wir die auch noch. Legen wir mal auf da hin. Aber ja. Habe ich jetzt alles. Warte. Speichern. Achso, ach, das ist die Kalaschnikow. Das ist das Bleirohr. Das ist die Axt. Das ist die Pistole. Bleirohr. Das haut aber. Das hat zwar wenig Schaden, das haut aber was weg. Probieren wir es mal. Gespeichert haben wir ja.
Oder was sagst du? Speichern. Und jetzt? Immer rein. Auweia, ja. Jetzt ist er wieder abgestürzt. Ah, Kack. Absturz. Ja, war ja klar. Okay. Wenn es down abstürzt, muss ich es offline machen. Mal schauen. Aber, oder du kriegst halt immer so, du kriegst jetzt einen ganzen Haufen so 5-Minuten-Videos wahrscheinlich. Das, aber ist ja wurscht, Hauptsache man sieht's, oder? Okay, also bis zum nächsten Video. Hallo, meine au, lieben Freunde, der... Nee. Kommt es da? Aha. Ja, das war aber ein kurzer sehr beeindruckend, Kampf. Sklaven. Das waren ein paar der härtesten Hiwis, die es hier ach, gibt. Ach komm. Kampfgeist. Aber ich sag's ja, mit dem Bleirohr machen. Bin ich unschlagbar. Escher hat sich für deinen nächsten Kampf sicher was ganz Besonderes ausgedacht. Hier ist was gegen die Red-Belastung. Genieße es, solange du das noch kannst. Komm wieder, wenn du zu deinem nächsten Kampf bereit bist. Deine Strahlenbelastung ist zurückgegangen. Erfüllt, verlassen Sie optional, bereiten sich auf den zweiten Kampf. Was soll ich mit dem vorbereiten? Gehen Sie in das Loch. Speichern. Ja komm, das war aber jetzt kein schwerer Kampf. Gehen Sie in das Loch. Bereiten Sie sich auf den zweiten Kampf vor. Wie, was meinen die damit? Also das habe ich doch beim ersten auch schon gemacht. Hier. Raider Erlassrüstung 9, Schutz 9. Raider Zerstörung. Rüstung. Raider Erlass, Schutz 9. Reparieren, kann ich die reparieren? Plus 3. Ja, lass mal, weil dann habe ich noch eine in Reserve. Was soll ich die anziehen? Strahlenresonanz. Warte mal. Solltet ihr euch heilen und die Ausrüstung anpassen, nun werdet ihr gegen die Bärbrüder antreten. Die Gerichten zufolge schon halbe Trucks sind passiert, wieder das Loch, um den Kampf zu schaden. Einer benutzt einen Todesgallenhandschuh, der andere einen Flammen... Au, achtet auf, anschließend solltet ihr eine Gamma-Abschirmungsrüstung finden, die eure Strahlenresonanz... Also, nicht mehr Schutz, wieder einmal geht zu... Strahlenresonanz-Dings, du... Achso, warte. Nehme ich lieber den, weil der hat Strahlendings da. Boah. Und, Bleirohr. Warte, Waffen. Bleirohr. Schaden 13. Das nehme ich weiterhin. Weil das haut gut was weg. Also, oder? Soll ich mich noch heilen mit dem Ding? Warte, kann ich mich sonst nicht heilen? Aufwertetes Wasser. Ah. Bleib, komm weg und schieß. Blutpaket. Hundefleisch. Nuka Cola. Huch, oh.
Ach nee, jetzt ist es wieder abgekackt. Oh Gott. Ah. Ah, geht's wieder nimmer. Na gut. Einfach weiter. Hilfe. Speicherung. Und jetzt wieder rein, oder? Was? Tue ich das da rein? Nee. Muss ich mit der nochmal reden? Du schon wieder? Du willst wohl nachschlagen? Boah, was? Die schaut auch hübsch aus. Ich bin zum. Bekomme ich Waffen? Du hast nur das, was du mit reinnimmst. Falls das nicht reicht, liegen in diesem Spind da drüben ein paar Sachen für dich bereit. Schon wieder? Ich würde mich an deiner Stelle diesmal lieber nicht auf mein Glück verlassen. Naja. Ich hoffe für dich, dass du wirklich bereit bist. Ja. Na dann mal los. Ausgezeichnet, das höre ich gern. Nur zu. Ja. Spind, da war ich aber schon, oder? Und jetzt speichern. Und immer rein in die gute Stube. Dann wollen wir mal sehen, ob sich der Neuling gegen diese eingefleischten Kämpfer behaupten kann. Lass den Preis auf in den Ich hätte ihn schon fast, aber da geht natürlich das Spiel flöten. War ja klar. Dann wollen wir mal sehen, ob sich der Neuling gegen diese eingefleischten Kämpfer behaupten kann. Ach komm, das haut nicht hin. Na, das ging aber schnell. Die Wehrbrüder sind tot! Erstaunlich! Dieser Neuling hat Zukunft, meine Freunde! Schnell speichern! Und jetzt, warte, finde ich noch was? Okay. Raus aus dem Haus. Nicht übel, ach komm, das war doch jetzt mit dem Bleirohr in 0,3 Sekunden. Noch ein einziger Kampf und du wirst frei sein. Aber an deiner Stelle würde ich mir keine Hoffnungen machen, den nächsten Kampf zu überleben. Ja. Du hast eine Spritze gegen die Red belastet. Komm wieder, wenn du zu deinem letzten Kampf bereit bist. Na hallo. Die Strahlenbelastung ist zurückgegangen. Tatsächlich. Lieber 30 mal speichern. Hilfe. Hilfpaket. Pyro. Ich bin schon schwächer. Oh, warte, Gamma-Abschirmungs... Hui. Schutz... Na, die nehme ich, oder? Oh, holla. Speichern. Oder? Moment. Geil.
Okay, also Schnellrüstung, Schande, Gamma-Abschirmrüstung. Aha. Aua, du schon wieder? Ja. Was? Dass ihr noch einen Kampf überstehen muss, soll, wenn ihr bereit seid, sprecht er 9 Minuten passiert den Durchgang. Gruber erwartet euch bereits, aber mit gezielten Schüssen stellt er auch kein Problem. Danach erfolgt, dann schnappt ihr euch die Beute und erhaltet zudem einen verbesserten Schaden. Dies wird dein letzter Kampf ja, sein, Hiwi. Genau. Nur noch ein einziger Kampf und ich kann dich nicht mehr Hiwi nennen. Die Grafik ist gar nicht mal so schlecht. Also, na dann los, komm. Ausgezeichnet, das höre ich gern. Nur zu. Rein da. Unbesiegt im Loch sucht Gruber immer noch nach einem würdigen Gegner. Na? Mach auf. Ach, geh. Schau, ich hab den. Naja, gut. Naja. Wieder 5 Meter geschafft. So, lieber gleich ein Video einschalten, dass wir wieder 2 Meter schaffen. Unbesiegt im Loch sucht Gruber immer noch nach einem würdigen Gegner. Ein Kackspiel. Ah, ein schönes Spiel. Also wirklich, nee, macht Spaß, wenn es laufen würde. Komm. Ah, nee, schau, das kackt gleich ab. Gut. Naja, nach dem 33. Nach dem 93.